Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Dungeons 4, einige wo wir die letzten Steinfragmente sammeln. Daran, dass ihr Steinfragment entwendet werden sollte. Und unsere untoten Kreaturen sind ja jetzt mit der letzten Folge nochmal erheblich stärker geworden. Vom Level Up und auch vom Skill her, weil wir da nochmal ein paar Punkte reingesetzt haben. Talia hatte ein zweites Steinfragment eingenommen. Dieses konnte nun zum Schicksalshügel gebracht werden. Ich würde mir wünschen, ich könnte, da wäre so ein Schildsymbol auf diesem Wagen. Und dass unsere Einheiten den begleiten und alles, was in der Nähe kommt, töten. Das wäre ein schönes Feature, aber leider gibt es das nicht. Das wäre echt schön. Wäre ein tolles Feature, wirklich. Haben wir noch Einheiten im Untergrund? Ja, ein paar. Weißt du was, ich mache aus Langeweile, mache ich mal doch noch was größer hier. 3 in die Richtung, 3 nach unten. Dann kriegen wir noch mal ein paar mehr Helden raus hier. Aus der Nummer. Also ein paar Geister der Helden. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Lavalinge erhoben sich, um das Steinfragment erneut zu erbeuten. Der neue Bereich ist halt hier, sind diese Kisten hier, die wir da haben. Bedienen sich in eurer Schatzkammer. Was? Och nö, jetzt haben wir da hinten nochmal Lavalinge. So einen großen Raum der Art hatten wir noch nie. Mal sehen, ob es was bringt. Aber mehr Geister zu verteidigen des Dungeons, warum nicht? Ein Bautrupp machte sich auf den Weg, zerstörte Heldengebäude wieder aufzubauen. Das ist nicht so gut. Ich halte mal eben die Helden hier auf. Ihn wartet ja eh auf mich. Von daher ist das ja gerade nicht schlimm. Hoffe ich mal, ich speichere mal lieber. Bin mir gerade nicht sicher. Ja, Gold, wie gesagt, haben wir in dieser Mission mehr als genug. Brauchen wir auch keine weiteren Quellen. Anzapfen. Da haben wir ausgesorgt. Oh, ist das schön zu sehen. Stufe 7, die steigen immer weiter vom Level her. Das heißt, wir sind unaufhaltsam. Der Vulkan des Schicksalshügels brach erneut aus. Glühende Lava regnete vom Himmel. Aber wir machen nochmal eben hier die jetzt Platz. Und ich wollte, als ich das gerade noch gesehen habe, nochmal ein paar Nekromanten dazu holen. Denn das würde ja auch nochmal helfen. Plus natürlich nachher diese geisterhaften Wesen, die wir noch dazu kriegen. Jedes bisschen hilft. So, ein Held hier, ein Held da, da. Das letzte fehlt leider noch. Dann kommt da jemand mal wieder auf den Friedhof. So, Steine durch wunderbar. Die Gegend kutschierenden Bösen hatten ein weiteres Fragment zum Schicksalshügel gebracht. Jetzt das letzte. Und können wir mit den paar Einheiten, die wir haben, hier was bewirken? Oder eher nicht so? Wir gucken mal. Immer nicht so viele Einheiten, aber immerhin. Eine eurer Kreaturen hat zu viel Hitze abbekommen. Boah, zu viel Hitze abbekommen, ist ja nicht schlimm. Wenn wir es vergrößern, ich glaube, das reicht eigentlich so. Wir können aber mal
Ne, können wir nicht. 300 Bösartigkeit. Ich wollte die Nekromanten mal verbessern, aber das dauert noch was. Ja, wir kriegen immer noch Schaden, aber halt im Vergleich zu vorher ist es ja nichts. Ein Held, Lavalinge erhoben sich, um ihr Steinfragment zu beschützen. Es wird alles nichts bringen hier, dein Lavalinge. Feinde haben den Dungeon betreten. Ah. Talia hatte das letzte Steinfragment erobert. Dieses musste nun nur noch zum Schicksalshügel gebracht werden. Einige Lavalinge erschienen, um der Armee des überrumpelten Bösen das Steinfragment abzunehmen. Die Kälte des Glumandor-Artefakts erfasste einen Lavaling. Lange konnte dieses Wesen innerhalb des Wirkungsbereichs nicht existieren. Ha, das ist ja wunderbar. Hat jemand einen Stift? Und ein Blatt Papier? So. Weiter geht die Reise. Hier hätten wir jetzt aufgeräumt. Das ist sehr schön. Um das Steinfragment erneut zu erbeuten. Jetzt wäre die Kühlung wieder dahin. Das sollte doch hier eigentlich auch ausreichen, dass er jetzt drauf geht. Sieht mir auch danach aus. So. Halten die mal davon ab. Abermals begann der Vulkan Hitze aufzustauen. Aber die Mission ist ja trotzdem, auch wenn es ein bisschen nervig ist mit der Lava und so, aber trotzdem eine einfache Mission, weil man zeitlich nicht so den Stress hat. Muss man sagen. Macht das dann ein bisschen entspannter. Weil sonst sind die Missionen alle so auf Zeit immer ausgelegt. Du musst immer gucken, dass du irgendwas in einer gewissen Zeit schaffst, was das immer sehr nervig und stressig macht. Das tut auch mal ganz gut, dass das hier nicht so ist. Speichere mal vorher, man weiß ja nie. Das dritte Steinfragment hatte den Schicksalshügel erreicht. Talia und das sammelwütige Böse hatten es geschafft. Alle Steinfragmente befanden sich nun in ihrem Besitz. Ausgezeichnet. Dann schmelzen wir das endlich ein und machen uns einen schicken Stein draus. Mein Schatz. Oder besser, mein Stein. Das waren meine ersten Worte, nachdem mir der Arzt die Gallensteine rausgeholt hat. Aber wir schweifen ab. Talia und das steinesammelnde Böse hatten den vierten Stein der Endlichkeit erbeutet. Jetzt mussten sie nur noch einen Stein finden, damit der Handschuh der Endlichkeit wieder zusammengesetzt werden konnte. Jawohl, alle drei Errungenschaften abgeräumt. Triumph. 1:08, also verhältnis war das wieder eine gute Mission. Legen wir mal los mit der nächsten Mission. Jäger des verlorenen Steines. Der fünfte und letzte Stein der Endlichkeit lag tief versteckt im Untergrund. Doch nicht nur Talia und das umgrabende Böse streckten ihre gierigen Klauen danach aus. Auch Brünnhild, die Königin der Zwerge, war daran äußerst interessiert. Gut, wir müssen löst in Jäger des verlorenen Steins 10 Explosionen durch Schwefelgestein aus, also 10 Explosionen auslösen und darf kein Mana-Transporter darf sein Ziel erreichen. Also alle Mana-Transporter killen und 10 Explosionen auslösen. Von Talia angerichtete Schaden wird um 50 erhöht, ist mir auch egal, erforscht alle Fraktionen auf Stufe 7. Können wir machen, ist eigentlich, wenn es da gut genug Bösartigkeit gibt, einfach. Aber das hier ist wichtiger, also alle Mana-Transporte aufhalten. Immer wieder.
Sind auch so schöne kleine Arschfüßler, die Schnotterlinge, ne? So. Hey, Zeit, mein sind. Kleines Maschinchen hier in Gang zu bringen und mir den letzten Klunker zu holen, bevor dieses Dunkelmädel ihn sich grapscht. Ach, die blöde Zwergin schon wieder. Das wird dir ja langsam zum Running-Nicht-Gag. Aber gut, kürzen wir das ab. Diese elendig langen Intro- und Outro-Sequenzen treiben die Leute noch in den Wahnsinn. Erzähler, was muss ich tun? Das ist jetzt so eine direkte Frage. Talia musste den Stein der Endlichkeit erreichen, bevor die Zwergenkönigin ihn schnappen konnte. Diese hatte sich zwar ein modernes Grabwerkzeug besorgt, aber... Hi, was ist denn nun wieder los? Warum funktioniert das Mistding schon wieder nicht? Hallo, Technik? Der Bohrer funktioniert nicht. Was? Ja, ich habe schon mit Aus- und Anschalten versucht, ihr Komiker. Oh, Moment. Ich hab mich geirrt. War nur der Stecker locker. Hat wohl jemand beim Putzen ausgesteckt. Okay, sprechen wir nicht mehr darüber. Weiter geht's. Nun ja, also die Zwerge hatten einen starken Bohrer. Wo waren wir? Okay, alles klar. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Wir graben den Stein aus. Ist geritzt. Ich habe das Gefühl, du machst mir gerade meinen Job streitig. Auf geht's, Kreaturen. Macht die Spitzhacken bereit, buddelt euch den Weg zum Stein frei und füllt mein Cocktailglas wieder auf. Ja. Das machen wir alles mehr oder weniger. Wir machen den Raum der Bösartigkeit was größer. Wir machen unsere Kistenproduktion was größer. Die Guru-Farm machen wir etwas größer. Die Schatzkammer natürlich auch. Die ist klein. Dann haben wir hier so eine Trankhütte, die lassen wir jetzt einfach mal so. Die des grauenvollen Bösen hatten sich zusammengesetzt und den schnellsten Weg zum Stein der Endlichkeit ermittelt. Dieser führte allerdings durch Stein und Graustein, was wichtige Schnodderlingsforschungen erforderte. Aha, also wieder auf die Schnodderlinge gehen, das machen wir ja sowieso immer als erstes. Das grandiose Böse hatte durch Forschung die Werkzeuge seiner Schnodderlinge verbessert. Diese konnten sich nun mühelos durch Stein graben. Aber erst einmal machen wir natürlich die Räumlichkeiten so, wie sie sein sollen. Dass sie möglichst effektiv sind. Oder auf jeden Fall effektiver sind. Die Grundlagen schaffen wir mal so allmählich. Was haben wir denn hier? Hier kommen die Helden an. Das heißt, wir können die dann von Grund auf erstmal hier ein bisschen aufhalten. Verlangsamen Schaden zu fügen. Und dann ein paar Bannfallen nochmal hinklatschen. Guter Letzt noch eine Türe. Die wir aber nicht hierhin machen, weil das bringt nicht so viel. Weißt du was, ich mache mal hier einen längeren Gang mit Stacheln. Mach es dann so hin. So, dann hätten wir da auch schon mal die Grundverteidigung geschaffen. Erreiche vor der Zwergenkönigin den Stein. Alle Mana-Transporte aufhalten. Das war ja vor allem das Wichtige in dieser Mission. Und wir müssen die Räume effektiver machen, indem wir da Türen reinmachen, unseren Dungeon-Herd schützen, vorübergehend zumindest. Und aus Prinzip den Gang hier auch nochmal weiterziehen, auch wenn er ins Nichts führt. Der Bohrer der Zwerge hatte bereits ein Viertel der Strecke zum Stein der Endlichkeit zurückgelegt. Diese Mission will also nicht, dass ich auf Untote gehe. Ich glaube nicht. Wir werden trotzdem auf Untote gehen, auch wenn die Mission sagt nein. Weichen ab. Wir wollen hier auf Horde gehen. Vielleicht können wir ja auch bevorzugt auf Horde gehen. Wir gucken mal. Aber ich würde trotz alledem auf Untote gehen als Backup. Würde ich gerne trotzdem haben.
Das herumgrabende Böse hatte einige Zwerge angegraben. Diese beschützten ein altes Relikt des vor nicht allzu langer Zeit verstorbenen Zwergenkönigs Grimli. Würden Talia und das experimentierende Böse dieses in die Finger bekommen, konnten sie es dafür nutzen, kurzzeitig den Untergrund sichtbar zu machen. Das hört sich unglaublich praktisch an. Ich hoffe, wir können das Ding nachher in die nächsten Missionen mitnehmen. Leider war ein Abtransport nicht möglich, da es mit dunkler Materie betrieben wurde, die so schwer war, dass niemand sie hochheben konnte. Das war ja klar. Aber egal. Natürlich. Kreaturen, haut die Zwerge zu Brei, krallt euch das Ding und lest die Betriebsanleitung, damit ich es nicht tun muss. Okay, unsere Kreaturen sind alle gestorben. Das hat sich ja auf jeden Fall gelohnt. Wir sind halt anfangs immer so angreifbar. So verletzlich. So klein und schwach. Naja, die Schnolligen müssen das erstmal machen. Alter, die kommt aber auch gut voran hier mit ihren Scheißbohrer. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, zum Glück haben wir das hier mal ein bisschen ausgeweitet. Kannst natürlich hier noch länger bis zum Schluss auch noch machen. Hier noch mal ein paar Fallen mehr. Kann das auch noch mehr schnörkelig hier so ein bisschen machen. Ich denke, das reicht schon so. Vielleicht mache ich das wirklich, diese Türe da weg. Mache dann hier später noch mehr. Wieso später? Ich mache die einfach jetzt schon dahin, die nächsten Fallen. Dann ist der Gang einfach länger. Schaden größer. Die Energie des Bohrers sank auf ein bedenklich niedriges Niveau. Mit so wenig Energie kam er nur noch sehr, sehr langsam voran. Achso, diese Falle schleudert die dann immer nach unten. Das ist praktisch. Mache ich hier nämlich nochmal so eine Verlangsamung und dann müssen die hier nochmal durch so einen kleinen Schadensgang. Dann gar nicht mal so verkehrt. So. Ja, mit dem Gold ist jetzt gerade das große Eine Problem. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. So, jetzt haben wir noch mehr Truppen. Noch ein neuer Versuch jetzt bitte. Und wir müssen mal gucken. Hier. Das hornische Labor. Stufe 6 freischalten. Ich finde das halt bei den. Der Horn ist so teuer. Stufe 6 ist halt heftig. Ja, wir müssen mal gucken. Da müssen wir echt mal schauen. Booster die mal ein bisschen hier mit den Tränken der Heilung. In der Hoffnung, dass sie nicht drauf gehen, aber sie gehen da trotzdem drauf. Mann. Ui, was ist denn schon wieder mit diesem Teil? Verdammte Energie ist alle? Jungs, hat einer von euch das Ladekabel von meinem Bohrer abgesteckt, um da sein verdammtes Funkgerät zu laden? Ui, ich brauche hier einen Energietransport, Jungs. Und zwar der heute Bahnertransport. Noch. Vorwärts! Während dieses blöden Zwergenweib jannt, teilen wir uns ganz gemütlich den Stein der Endlichkeit. Vorwärts, Kreaturen! Stein angraben, Tunnel anlegen und Zwergenwerte als Trophäen sammeln. Okay, jetzt haben wir es hier langsam. Das zwergische Relikt von König Grimli war nun in den Fängen von Talia und dem gewissenlosen Bösen. Von nun an war es für sie möglich, den Schleier der Dunkelheit im Dungeon kurzzeitig zu lüften. Das freiliegende Böse nutzte das alte Zwergenrelikt und machte einen Bereich im Untergrund sichtbar, was sich dort wohl verbergen würde.
Okay, wir sehen's. Das clevere Böse hatte bereits das Werkzeug seiner Schnodderlinge verbessert, sodass sich diese nahezu mühelos durch den Stein graben konnten. Famos. Fahren wir uns mal vor bis da hinten. Einfach mal gucken, einfach mal machen lassen. Mach aber vor allem dann hier mal so einen kleinen Fallengang nochmal hin. Sicherheitshalber. Denn wir wissen ja, das wird nicht alles gewesen sein. Zahltag. So. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Das ist nicht, wie ich das geplant hatte. Dann machen wir das mal eben wieder zu an der Stelle. Unsere Einheiten holen wir mal dazu. Trotz alledem will ich ganz gern das Gold hier noch mit abbauen. Hefegestein, ja, das gibt ja die Hoffnung, wenn wir 10 Stück davon zerstören, würde ich dann auch ganz gerne mitnehmen. Kreatur für immer verloren. Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenraum angegraben. Nee, also die Horde ist es halt echt nicht. Die ist es halt wirklich nicht. Die können halt einfach gar nichts. Die Horde ist halt einfach scheiße in diesem Teil. Die ist wirklich schlecht. Ja. Wenn hier alle sterben, ich hole nochmal Talia zurück, bevor sie jetzt ganz tot ist. Also Stufe 6 sind jetzt 4, 200 das nächste. Dann wahrscheinlich nochmal 200, also 400 Bösartigkeit. Plus das, dann sind wir bei 700 Bösartigkeit, die wir brauchen, damit die Kreaturen wenigstens mal nicht mehr sterben bei der Horde. Das fühle ich halt null. Die Horde ist einfach in dem Teil scheiße. Das ist halt einfach so. Die ist halt einfach Müll. Dann gehen wir da lieber verstärkt auf die Untoten. Da haben wir dann dauerhaft mal eine Truppe am Start. Na gut, hier müssen wir uns dann eh nach und nach durchschlagen. Wir müssen dann noch die Mana-Transporte aufhalten, aber ich würde sagen, neue Energietransporter startet in 100 Minuten. Mal gucken, das machen wir dann alles in der nächsten Aufnahmesession. Ich würde sagen, das reicht dann erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Für euch dann übermorgen wie gewohnt. Ich bin raus, bedanke mich und sage bis dahin. Tschüss!